Hi, ich bin's, dein Patrick, und ich freue mich, dass du hier bist. Heute sprechen wir darüber, warum du dich immer so müde fühlst und natürlich auch, was du dagegen tun kannst. Ich werde dir 6 Dinge zeigen, die dir deine Energie rauben und die du, wenn du sie bewältigst, dazu führen, dass du noch mehr Energie bekommst. Und vor allem möchte ich dir am Ende ein ganz, ganz simples Modell zeigen, mit welchem du für dich immer wieder checken kannst, ob du auf der richtigen Spur bist oder nicht. Naja, und wenn du über das Video hinaus noch ein bisschen mehr für deine Gesundheit tun möchtest, dann solltest du in meine Beschreibung schauen, denn da habe ich eine Gesundheitscheckliste für dich erstellt, die auf ganzheitlicher Ebene, wirklich von der Psyche bis hin zur Körperlichkeit, dir zeigt, wie du gesund werden kannst. Also lade sie dir kostenlos runter, dass du nichts verpasst. Und eine weitere Sache, die ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist, die Bewerbungsphase für mein Mentoring hat gestartet. Das heißt, wenn du 6 Monate lang mit mir gemeinsam einen holistischen Ansatz verfolgen möchtest und dementsprechend ein heldenhaftes Leben führen möchtest, das heißt, du geistig und körperlich auf ein ganz anderes Niveau kommen möchtest, schau in die Beschreibung, da kannst du dich für ein Bewerbungsgespräch anmelden. Lass uns gemeinsam 45 Minuten telefonieren und schauen, ob es was für dich ist. Okay? Ansonsten legen wir jetzt los. Und zwar, du möchtest natürlich herausfinden, Patrick, warum bin ich immer müde? Die erste Sache, die du auf jeden Fall wissen solltest, ist, dass in der Regel immer dann ein Energieverlust entsteht, wenn wir zu viel Stress erleiden. Ich habe auch dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir einmal hier oben, sodass du genau diesen Zusammenhang nochmal detailliert verstehst. Das heißt, immer wenn wir zu viel Stress haben, wird in unseren Zellen zu wenig Energie produziert und zu viel Abfall. Dementsprechend werden wir das natürlich auf der ganzheitlichen Ebene auch verspüren. Und Stress ist im Grunde genommen immer so das Hauptmerkmal für zu wenig Energie, beziehungsweise das ursächliche Problem für zu wenig Energie. Und es gibt 6 Stressoren, die ich dir einmal zeigen möchte. Und diese Stressoren, wenn man sie umkehrt, das heißt in eine positive Sache, die man tut, ist sie automatisch auch energiespendend. Okay? So, das Erste, was wir betrachten müssen, ist die Physiologie. Das heißt, Leben ist Bewegung. Das ist mein Lieblingsspruch. Das heißt, wenn du physiologischen Stress erleidest, dann solltest du schauen, ob du dich entweder vielleicht viel zu wenig bewegst oder viel zu viel. Das heißt, die goldene Mitte ist das, was du anstrebst. Viel zu viel könnte aber auch bedeuten, dass du Schmerzen hast und trotz der Schmerzen arbeitest bzw. trainierst, dich bewegst, Sport treibst oder sonstiges. Auch wenn wir nichts tun, ist es ein Stressor, weil unsere Gelenke brauchen Bewegung, unsere Knochen brauchen Druck, Reibung, Scherkräfte, damit sie dicker werden. Heißt also, wenn du nichts tust, ist es physiologischer Stress. Tust du zu viel, ist es ebenfalls physiologischer Stress und der sorgt dafür, dass unsere Gelenke verschleißen, wir uns nicht gut fühlen, dementsprechend nicht mehr so mobil sind und nach abbauen. Das heißt, finde für dich den Sweet Spot beim Training. Wenn du da Schwierigkeiten hast, suche dir einen Trainer, der das mit dir gemeinsam herausfindet. Ein einfaches Merkmal, woran du es merkst, es schenkt dir Energie und nimmt dir keine. Der zweite Punkt, der natürlich mit dem Training einhergeht, ist die Ernährung. Das heißt, wir schauen natürlich immer, dass wir, wenn wir trainiert haben, dementsprechend unseren Körper auch mit den richtigen Nährstoffen versorgen. Doch es gibt auch Ernährungsstress. Bedeutet, dass du Sachen isst, die dir nicht gut tun. Sei es, weil du Unverträglichkeiten hast, sei es, dass du Blähungen erfährst, Durchfall, sei es, dass du Allergien hast, keine Ahnung, alles Mögliche, okay? Schaue auch hier auf die Lebensmittel, die dir möglicherweise Energie rauben. Das heißt, wenn du etwas isst und dich hinterher total müde fühlst, ist möglicherweise etwas dabei, was dir Ernährungsstress bereitet. Wenn du allerdings Dinge isst, die dir Energie schenken, dann solltest du davon definitiv mehr essen. Achte auch möglicherweise darauf, dass du mehr Rohkost zu dir nimmst, weil wenn du zum Beispiel gekochtes oder gebratenes Gemüse isst, verliert das Gemüse ganz, ganz viele wichtige Enzyme, die uns helfen, auch andere Lebensmittel zu verdauen. Also achte auf eine gute Auswahl, die dir Energie schenkt, bei der du dich vitaler und lebendiger fühlst. Punkt Nummer 3, damit einhergehend, ist chemischer Stress. Chemischer Stress bedeutet, dass du möglicherweise durch Billigfleisch oder sowas Antibiotika zu dir nimmst. Dass du vielleicht Billiggemüse aus irgendeinem Billigdiscounter isst, was vielleicht mit Pestiziden und Fungiziden versehen ist, einfach nur damit es schneller wächst. Achte also auch hier auf eine gute Auswahl an Lebensmitteln. Ein weiterer chemischer Stressor ist zum Beispiel unsere schlechte Luft. Wenn du also in der Stadt wohnst, solltest du darauf achten, dass CO2 und Stickoxide natürlich auch dafür sorgen, dass deine Atemluft eine viel zu hohe Konzentration an CO2 und Stickoxid enthält und dementsprechend deine Lungen und das gesamte System beeinflusst wird. Und wenn du mein Video, was ich vorhin verlinkt habe, dir anschaust, wirst du sehen, dass Sauerstoff ganz, ganz wichtig ist, um Energie zu produzieren in unseren Kraftwerken, in den Mitochondrien. Wenn aber zu wenig Sauerstoff in deinem System ist, dann entsteht mehr Stress. Sorge also dafür, dass du ab und zu aus der schlechten Luft rauskommst, dass du vielleicht in den Wald gehst, irgendwo aufs Land, wo die Luft frischer ist, ans Meer. Fahr öfter ans Meer. Ah, geil. Ja? Und sorge dafür, dass du da einfach diesen Stressor
eliminierst. Punkt Nummer 4 ist elektromagnetischer Stress. Jetzt wirst du dich fragen, was das ist. Ich kürze es ab. Dein Handy zum Beispiel. Dein Handy ist zum Beispiel elektromagnetischer Stress, dein Fernseher, Radio, alle elektronischen Geräte, die in irgendeiner Form Frequenzen aussenden, das heißt Wellen aussenden. Heißt also, wenn du ganz, ganz viel vorm Handy sitzt, Netflix schaust oder immer überall den WLAN-Router suchst oder ganz häufig die Mikrowelle verwendest und davor stehst, reinschaust und nicht abwarten kannst, bis der Käse endlich geschmolzen ist auf dem Brot, ja, damit du den Ketchup drauf machen kannst, sorge dafür, dass du öfter mal von diesen ganzen elektrischen Geräten wegkommst. Was hilft? Der Gang nach draußen. Es hilft aber auch, diese Strahlung als auch den chemischen Stress zu reduzieren, indem du auf deine Ernährung achtest und vielleicht öfter Sport draußen machst. So, dann kommen wir zu Punkt Nummer 5, nämlich thermischer Stress. Thermischer Stress ist ebenfalls ganz einfach erklärt, wenn du eine Frostbeule bist. Sorge dafür, dass dir warm wird. Denn immer wenn du frierst, verbraucht dein Körper unnötig Energie. Und immer wenn du frierst, wird er dafür sorgen, dass dir erstmal warm wird, anstatt dass er möglicherweise das Essen, was du gerade gegessen hast, verdaut. Dementsprechend, wenn du generell eine Frostbeule bist, sorge dafür, dass dir wärmer wird. Sorge aber auch dafür, durch zum Beispiel die richtige Ernährung, dass du Wärme produzierst. Dass du Nahrungsmittel zu dir nimmst, Lebensmittel wie zum Beispiel Ingwer, Kurkuma und so weiter und so fort, die entzündungshemmend sind und dementsprechend dir deutlich mehr Stoffwechselleistung geben und du außerdem dann mehr Temperatur produzieren kannst, okay? Das heißt, ein erhöhter Stoffwechsel sorgt dafür, dass du auch mehr Temperatur produzierst bzw. deine Körpertemperatur sich normalisiert. Solltest du ständig eine Frostbeule sein, immer, lass dich gerne untersuchen. Beim Endokrinologen schau nach einer Schilddrüsenproblematik oder vielleicht auch etwas ganz Banalem, aber lass es untersuchen. Kommen wir zum letzten Stressor, Punkt Nummer 6, und zwar, du wirst es ahnen, der psychische Stress. Das heißt, wenn du gerade Beziehungsstress hast oder du vielleicht seit längerem Geldsorgen hast oder du vielleicht in irgendeiner Form depressive Verstimmung hast, irgendwie die Bedeutung in deinem Leben nicht mehr siehst oder nicht mehr so viel Freude empfinden kannst, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du diese Dinge geregelt bekommst. Ja, suche nach den Dingen, die du willst und hör auf, die Dinge zu machen, die du nicht willst, denn die sorgen immer für Stress. In diesem Sinne, achte darauf, dass du finanzielle Probleme in den Griff bekommst. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben. Achte darauf, dass deine Beziehungen besser werden. Schau, dass du nur noch Beziehungen in deinem Leben hast, die dir Bedeutung schenken, wo du dich gut fühlst, Menschen in deinem Umfeld sind, die dir Kraft geben, die dir Energie schenken. Und cutte alles Negative raus, wie du nur kannst. Damit du für dich herausfindest oder dich selber immer checken kannst, ja, ist das jetzt wieder tatsächlich zu viel Stress oder was ist gerade los, möchte ich dir folgendes Modell vorstellen. Stell dir vor, das ist ein Eimer und dieser Eimer hat einen Ausfluss. Das ist der sogenannte Stresseimer. Das heißt, hier kommen alle Stressoren rein, die ich gerade eben genannt habe. Wenn du mit dem Stress gut umgehen kannst, hast du einen Wasserpegel, der völlig in Ordnung ist. Das heißt, du kannst damit gut umgehen, du hast überhaupt keine Probleme, du fühlst dich super, du schläfst gut und so weiter und so fort. Solltest du aber mit irgendeinem dieser Stressoren nicht mehr klarkommen oder der wird zu viel, dann steigt der Wasserpegel. Wenn dieser Wasserpegel über diesen Wasserhahn hinaussteigt, dann kommt natürlich was raus. In der Regel zeigt sich das im ersten Moment mit Müdigkeit. Das heißt, wenn du tatsächlich wieder sehr lethargisch bist, dich extrem müde fühlst, schlecht schläfst, dann hilft natürlich Schlaf, gar keine Frage. Aber dann solltest du deinen Stresseimer im Kopf aktivieren und dich fragen, okay, welcher dieser 6 Stressoren, die Patrick genannt hat, ist gerade sehr dominant und bestimmt gerade meinen kompletten Alltag? Und wenn du diesen herausfindest, dann kannst du ihn sofort angreifen und automatisch den Wasserpegel wieder senken. Dementsprechend wird sich deine Müdigkeit verflüchtigen. Und du solltest es auf jeden Fall tun. Du solltest am besten Woche für Woche einen Stresscheck machen. Denn aus Müdigkeit kann chronische Müdigkeit werden. Daraus können Schmerzen entstehen, daraus können Krankheiten entstehen, weil Stress dafür sorgt, dass Entzündungsherde im Körper sich vermehren. Und die sorgen für Krankheit nachweislich. Okay? Also denk immer an den Stresseimer oder wenn dir das Bild ein bisschen zu doof ist, nimm eine Schaukel und frage dich, auf welcher Seite der Schaukel befindest du dich gerade? Auf der negativen oder auf der positiven? Wenn du auf der negativen Seite bist, frage dich, was für dieses Gewicht sorgt. Welcher Stressor? Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin D und so weiter und so fort. Wenn du dazu ein Video haben möchtest, dann kommentiere mit Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du auch noch was zum Thema Schlaf haben möchtest, dann schreib einfach Nahrungsergänzungsmittel plus Schlaf. Ansonsten freue ich mich, wenn das Video dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch da, ein Abonnement und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, wenn ich dir von meinem 100-Tage-Laufexperiment erzähle. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick. Ciao.